Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und jetzt gibt's ein Rezept für den Osterbrunch. Ich möchte einen alten Klassiker wieder aufleben lassen und zwar mache ich einen Geflügelsalat, den kann man wunderbar am Tag vorher zubereiten und dann ist er am nächsten Tag richtig schmackhaft. Und wie einfach das geht, zeige ich euch jetzt. Auf der Zutatenliste für den Geflügelsalat steht natürlich das liebe Huhn, Mandarinen aus der Dose, Vollmilchjoghurt und Salatcreme. Außerdem benötige ich etwas Curry sowie Salz und Pfeffer. An Kräutern habe ich mir je ein Bund Kerbel und Schnittlauch bereitgelegt. Zu Beginn gebe ich den Joghurt und die Salatcreme in eine Schüssel. Dazu kommt noch etwas Flüssigkeit von den Dosenmandarinen. Gewürzt wird mit Currypulver, Salz und Pfeffer. Anschließend muss alles gründlich vermischt werden. Jetzt geht es den Kerbel an den Kragen. Dieser wird gezupft, fein geschnitten und zugegeben. Auch dem Schnittlauch tun wir seinem Namen alle Ehre. Die Mandarinen dürfen sich ebenfalls zum angehenden Geflügelsalat gesellen. Zum Schluss muss ich noch das geschnittene Huhn hinzugeben. Die Hühnerkeulen habe ich am Tag zuvor etwa 40 Minuten mit Suppengrün gekocht, anschließend abkühlen lassen und habe dann das Fleisch vom Knochen abgezupft und gewürfelt. Der Geflügelsalat sollte nun mindestens 30 Minuten ziehen. Besser ist aber über Nacht. Ein bisschen retro, aber durchaus lecker. Wenn ihr es ausprobieren wollt, einfach das Rezept auf unserer Webseite nachschauen. Dies ist nur eins der Gerichte, welche diesmal bei meinem Osterbrunch serviert werden. Schaut euch zum Beispiel die Blätterteig-Käseschnecken an. Ich wünsche euch allen frohe Ostern!